hi und willkommen. Mein Name ist Daniro LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Final Fantasy 7 Rebirth. Ja, wir sind immer noch in Gorgaga. Boah. Und ja, wir haben schon fast alles erledigt in Gorgaga. Bis auf eine Sache, wir haben hier bei Berichtsfortschritt nur noch einen Punkt, der uns fehlt, ne? Regionale Analysefortschritt, was ist das denn dann? Was ist denn der Unterschied zwischen das und das? Sachen, die ich hier die Karte aufgedeckt habe, nee, ne? Keine Ahnung. Und ja, uns fehlt noch eine Sache, und zwar der Morbol oder auch Malbro, ne? Früher hießen die Malbros, aber ich nehme an, die hatten dann ein bisschen Beef mit der Zigarettenfirma, mussten dann den Namen ändern, glaube ich, ne? Ich dachte eigentlich, ich wäre hier richtig, aber irgendwie nicht. Ja, ich glaube, im Japanischen heißen die sogar noch Malbros. Und ja, Morbols, wer den Playthrough von Final Fantasy 16 gesehen hat oder Final Fantasy 16 allgemein gespielt hat, da kann sich vielleicht noch erinnern, Morbol, das ist dieses eklige Viech, was man irgendwie so als allererstes schon bekämpft hat im Final Fantasy 16. Als der Clive noch ein junger Knabe war am Anfang des Spiels, war der erste Boss ein Morbol in diesem Sumpf. Und ja, Morbols sind normalerweise so halbwegs Endgame normale Gegner, die, wenn man die weiß nicht, die normale Reaktion jedes Final Fantasy Spielers ist, keine Ahnung, du läufst irgendwo durch die Gegend, du siehst einen Morbol auf einmal, der irgendwie, weiß nicht, frühere Final Fantasy ist es ja so wie im Pokémon, ne? Du läufst durch die Gegend, dann irgendwann und dann beginnt der Kampf, ne? Also da laufen die Monster nicht so durch die Gegend, ne? Und ja, keine Ahnung, läufst du einfach so irgendwie durch eine Höhle oder so, so im Endgame, und dann auf einmal siehst du, wie so ein Morbol da als Gegner auftaucht, und eine klassische Reaktion von jedem Final Fantasy Spieler ist immer direkt in Panik auszubrechen, weil Morbols sind normalerweise immer Gegner, die ihn angefangen namens Mundgeruch. Und Mundgeruch tut ein voll bombardier mit Zustandsveränderungen. Und ja, du, keine Ahnung, der Morbol trifft dann irgendwie einen deiner Charaktere, und auf einmal ist der Charakter irgendwie, weil nicht, nur noch ein ganzer Haufen Elend, ne? Der ist irgendwie blind, verstummt, eingeschlafen, in Tobsucht verfallen, verwirrt, greift deine eigenen Charaktere an und so. Also das ist ein absoluter Albtraum, gegen die zu kämpfen normalerweise. Im Final Fantasy 16 war der recht angenehm, weil es hat mich ein bisschen schockiert, dass im Final Fantasy 16 mehr oder weniger der erste Boss im Morbol war, weil die normalerweise so Endgame-Gegner sind, ne? Aber da hat er ja nicht viel gemacht irgendwie. Ich glaube, der hat Mundgeruch eingesetzt, aber der konnte natürlich nicht so schwierig sein, weil das war halt der erste Boss, ne? Und der konnte einen halt nicht hier direkt bombardieren mit Vollzustandsveränderung und irgendwie dein Leben schwer machen. Aber ich glaube, hier wird das ein bisschen anders. Also ja, ich freue mich. Ich habe Barrett reingenommen, weil er hat Behandeln als Materie. Behandeln werden wir, glaube ich, vielleicht brauchen. Deswegen hoffe ich, er wird jetzt nicht irgendwie hier getroffen vom Mundgeruch oder so. Harris haben wir auch mitgenommen. Ich habe ihr mal TP-Boost als Materie gegeben. Sie hat irgendwie noch keine Materie ausgerüstet mit TP-Boost, was sie irgendwie am meisten braucht, weil sie hat irgendwie, weil nicht, nur 3000 HP, was voll wenig ist. Und ja, wir gehen dann hier rein, ne? Und gucken wir mal, wie das hier abläuft, ne? Zeig mal her. Das ist nicht mal ein normaler Morbol, das ist ein Großmorbol, ne? Da hilft wohl nur das volle Programm. Na gut. Aber was ist mit dem Frames hier gerade los? Na gut. Schlechter Atem, oder? Ich habe schon gesehen. Ich möchte vielleicht nicht davon getroffen werden. Gena, danke schön. Ich glaube, ich sollte mir, oh Gott,
schon ein Drittel ihrer AP abgezogen. Grottenschlechter Atem. Will mich ja nicht von hier aus treffen, ne? Zieh dich zurück. Noch mehr. Volle Konzentration. Ja, du bist anfällig gegen Eis, ne? Keine Ahnung. Nicht übertreiben. Überlass das mir. Wow. Hab ich gesehen, wie der eingeflogen ist. Aber Eis. Wirkungsbereich. Welche? Auf Grau bedeutet nur auf einen, ne? Ich habe Amplifikation auf den drauf, ne? Okay. Hat er ihn gerade gefressen? Nein. Ah, oh, nicht so was schon wieder. Frosch. Bin ich jetzt drin? Nein. Boah, Alice, du bekommst so wenig ATB, ne? Das sind auch für Blasen, die da rumfliegen. Spuck ihn wieder aus, Mann. Ach, er ist ein Frosch. Sofort wieder vergessen. Oh mein Gott. Ist ja eigentlich auch Dings hier wiederbeleben? Ich glaube nicht, ne? Cloud wurde gefressen. Hi. Die Sache ein bisschen stechender Schwaden. Oh Gott. Aber wir nehmen die ganze Zeit Schaden. Natürlich ist Barret der einzige, der uns alle heilen kann. Ja, oder wie kann ich denn Synchro-Fähigkeiten einsetzen? Was ist da? Okay. Der ist echt gesagt ganz schön schnell tot. Sehe ich gerade MP 0. Was? Okay, ich weiß nicht wieso. Okay, der ist irgendwie voll chillig. So, Cloud ist einfach weg, nehme ich jetzt an. So, ich weiß nicht, warum man 0 MP. Ich nehme an wegen den Synchro-Angriff gerade, aber okay. Okay, der Kampf war. Okay, der Kampf war irgendwie super einfach. Ich habe mir den sehr viel schwieriger vorgestellt. Hätte irgendwie gar nichts gemacht, ey. Ich bin ein bisschen enttäuscht. Da war ein bisschen zu einfach. Das Material, was wir da erhalten haben, das lässt sich womöglich irgendwann für eine Synthese verwenden. Ja, ich brauche irgendwie Morbo-Ranken oder so, ne? So, ich bin ein bisschen enttäuscht, ganz ehrlich. Ich habe mir einen klimatischeren Kampf irgendwie vorgestellt. Da war ja eine Lachnummer irgendwie. Aber okay. Meinetwegen. Normalerweise sind die sehr viel schwieriger, aber ich nehme an, Morbols sind ja auch normalerweise eigentlich nicht so schwer, ne? Wenn irgendwie, weil ich. Küss mich doch. Na, wo bist du? Muss ja irgendwo unten sein, ne? Bei denen. Ich habe immer noch nicht den Kaktor gefunden, ne? Boah, wo bist denn du? Habe ich eigentlich alles erkundet, bis auf den einen Kaktor? Das gibt's jetzt einfach nicht. Gib mir mal einen Kaktor, Mann. Da. Ja, wunderschön, ne? Schnell seine Schockleiste zu verhindern, dass er schlechte Atem einsetzt. Achtung, sein Atem wird immer schlimmer, wenn du das Maul nicht funktionsfähig machst. Okay, ich weiß nicht, ob ich das gemacht habe. Aber normalerweise sind die sehr viel schwieriger, aber der kam irgendwie nicht dazu uns hier. Weil ich normalerweise, wenn du von so was getroffen wirst, dann wirst du vergiftet, erblindet. Ich habe letztens gesehen, Krokodil am Reif. Können wir hier hochleveln? So, machen wir mal. Ich habe letztens auch mal geguckt, ich habe mal verglichen die Werte und ja, das sind da einfach nur, oh, Morbus wäre das, war das, ne? Verlängert die Dauer von Debuffs. Ja, warum nicht? Ich nehme jetzt nicht an, dass ich Morbo-Ranke noch für irgendwas anderes brauche, ne?
So, was habe ich gerade gesagt? Was vergessen? Okay, dann sind wir hier schon fertig, ne? Gehen wir noch mal hier zur Gongaga, das Dorf zurück. Im Rest des Parts werden wir dann noch hier die Simulation ja machen, ne? Keine Ahnung, normalerweise, wenn du von einem Morbo getroffen wirst, Mundgeruch, dann ist eigentlich alles vorbei. Ne? Normalerweise trifft halt immer die ganze Gruppe. Und die ganze Gruppe ist dann vergiftet, erblindet, verstummt. Das heißt, die bekommen die ganze Zeit Schaden. Die bei Blinden gibt es gar nicht in diesem Spiel, ne? Das heißt, sie können die Gegner gar nicht mehr treffen, ne? Mit ihren normalen Angriffen. Die sind verstummt, das heißt, sie können keine Zauber mehr einsetzen. Manchmal sind die sogar verwirrt, das heißt, sie gehen auf deine eigenen Leute los. Manchmal sind die am Schlafen, also die können dann gar nicht jetzt machen, irgendwas machen. Also das ist ein absoluter Albtraum, gegen die normalerweise zu kämpfen, wenn er von denen getroffen wird. Aber hier ist aber wirklich gar nichts passiert. Ich weiß, er hat ein paar Mal Mundgeruch eingesetzt, aber ich nehme an, in dem Kontext von diesem, von dem Spiel hier, in dem Gameplay, ist es halt ziemlich einfacher, ne? Du siehst einfach, wie der irgendwie Mundgeruch einsetzt und dann gehst du einfach weit weg, ne? Am Ende hat er da irgendwie was eingesetzt, wo ich, der hat irgendwie so einen Angriff eingesetzt, wo irgendwie wir dauerhaft Schaden genommen haben, aber das war jetzt auch nicht so schlimm. Vielen Dank für deine stets aufschlussreiche Unterstützung. Ein bisschen enttäuschend. Der Tomberry kam schon so ein bisschen näher dran, ja, so wie die normalerweise drauf sind. Der Tomberry, der war relativ. Hast du irgendwelche Fragen? Kannst du mir irgendwie so was sagen? Nee, nichts. Ich dachte, vielleicht sagt er mir irgendwie was hier von Coral, warum es da nicht weitergeht oder so. Keine Ahnung, den Tomberry könnte ich den mal bekämpft haben, der kam schon so ein bisschen näher dran vom an Original, ne? Wie die eigentlich normalerweise in den Spielen so drauf sind, ne? Aber der hier war ja eine Lachnummer. Besiege den Gedankenschinder als erstes. Okay. So, und den Rest des Parts machen wir dann hier das alles, ne? So, Bewusstsein kriegen wir, Geschwindigkeit, Elementar-Affinität. Und Toxin auf Level 2. Machen wir das erstmal, ne? Würde ich sagen, Kämpfe 5 Stück, oh Gott. So, ich darf nicht vergessen, aber hier kommen ja nur Gegner, die ich schon gesehen habe, ne? Nochmal Kitsif, Red und Red hat Heilung, ne? Tiefer. Bisschen Abwechslung, ne? Ich nehme mal Red mit, so in der Hoffnung, wir kämpfen gegen irgendwie Gegner, die wir noch nicht kennen, ne? Und ich kann die analysieren. Gangster. Ich glaube nicht, dass wir gegen Gangster gekämpft haben in Gongaga. Ja, echt jetzt. Sternenstaubstrahl durch. Da. Das war ja easy. Gut. Dann sind wir eigentlich schon im nächsten Part hier in der nächsten Region wieder, ne? Oder was auch immer dazwischen noch kommt, ne? Wir müssen ja zu so einem Flugplatz irgendwie. Oh ne, nicht die Viecher, die kann ich doch wieder nicht treffen, ne? Ja, er könnte nicht alle meinen Klauen ausweichen. Ich triff dich. Triffst du mit denen Angriff? Ist das ein magischer Angriff, was der hier macht? Aber ich weiß auch gar nicht, ob das irgendwie. Ich glaube, ich kann die nur angreifen, wenn die selber im Angriff sind, ne? Ich. Warte mal. Das ist ja so ein Konter, ne? So, greif dich selber an. Stop that. Ich glaube, ist der andere schon tot? Aber okay. Verstehe die Dinger nicht.
können die einfach alles ausweichen? Ich verstehe es nicht. Da ein so ein Kaktor wäre jetzt gut, ne? Ja, gut, da kommt eben hier. Mein Gott. So ein geiler Angriff, ne? Wenn wir ihn so früh schon bekommen haben, ne? Ja. Okay, wir setzen noch easy. Kämpfe allgemein sind irgendwie in letzter Zeit easy. Okay, eigentlich nicht. Elena und Root waren ehrlich gesagt ziemlich herausfordernd noch. Ja. Ich muss jetzt, ich pall an den blöden Schild ab. Oh, er hat sogar da angegriffen. Sehr gut. Haben wir schon gedacht, so, ich will diesen Angriff wahrscheinlich gegen die Schildtypen einsetzen. Dann müssen wir noch voll AP. Ja, statt. Hast du ein Schild beschützt dich vor meinen Fäusten? So. Letzter Kampf, ne? Warte mal da. So, was hat der Shinra Bonusrunde hier? Ah. So, was haben wir noch hier? Frostiges Gebrüll, einfach so. Aber recht Haltung. So, wir haben ja ein paar Angriffe, die irgendwie nur eingesetzt werden können in der Rechthaltung, ne? Und da meine ich alles. Aufs Tempo, mach mal. Oh Gott, geht bitte nicht alle auf mich hier. Mach mir voll Schaden. Mach mal heilender Hüter. Oh, er hat viel geheilt, sehr gut. Kannst du mal deinen Mori beschwören? Irgendwie tust du aber gar nicht machen von alleine. So, Mogi Explosion, ja, mach. Sogar der 3000 Schaden gegen mich gemacht. Ja, sehr gut. Oh mein Gott. Oh, der war sogar noch in Reichweite. Da. Und dann machen wir noch einen Salto. Duff. Komm her. Ah, ist weit weg. Ah, Tifa ist tot. Kampfunfähig war ich. Final Fantasy 7. Sterben noch keine Leute. Da. Mokebox. Ich weiß nicht, was da passiert ist. Okay, ich meine, Tifa ist draufgegangen, aber kommt ja trotzdem Erfahrungspunkte und so, ne? Was das Spiel voll einfach macht. So, jetzt haben wir Toxin auf Level 2 bekommen. Ich habe mal noch Dings gegeben hier, ne? Red. So, dann machen wir. Gut, jetzt kommen Gungaga Gegner, ne? So. Kassieren wir noch ein paar Gratis Materials ein, ne? Barrett.
noch mal tiefer und Red noch mal. Eigentlich noch Barrett neu. Egal. Ja, noch ein paar Kämpfe übrig. Ah, zum Glück habe ich Barrett mitgenommen. Da sind so blöde Frösche wieder. Mein Gott. Beinahe erledigt mit Einschlag. Erstmal den Frosch da erledigen, aber. Ah nein, ich habe den falscher Angriff. Ich wollte eigentlich maximale Wut einsetzen. Den wollte ich einsetzen. Ja, direkt auf den anderen Gegner ein Out rüberziert, ey. Ich finde das so geil. Asche zu Asche. Ah, nice. Okay, da sind nur drei Kämpfe, ne? Kein Ding, kein Problem. Schaff mal locker. So, da will ich auch ein bisschen. Küss mich doch nie im Leben. Nein, 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 nein. Ah, ich hab's genau gesehen. Ins Gesicht. Ich mach dich kaputt, ne? Er hat mich zurückverwandelt. Genau. Nein. Stimmt, so liefert er im Final Fantasy 7, ne? Wenn du getroffen wurdest. Na, no, wenn du getroffen wurdest, nachdem. Wenn du von einem Froschangriff getroffen wurdest. Nachdem du in einem Frosch verwandelt wurdest, dann hast du dich wieder zurückverwandelt. So weiter im Original. Normal im Original war es irgendwie so. Die haben irgendwie Froschschlag immer eingesetzt. Da war so der normale Angriff. Und alles, was du immer nur gesehen hast, irgendwie wie die dich geschlagen haben, Frosch verwandelt haben, da kam ein anderer. Weil du hast immer irgendwie so gegen 5 oder 6 von denen auf einmal gekämpft, wenn ich mich nicht irre. Da kam einer, schlägt dich. Oh, einer deiner Charakter ist zum Frosch verwandelt. Dann kam der andere, hat den Augen geschlagen, aber hat dich wieder zurück verwandelt. So ging das dann die ganze Zeit hin und her. Voll nervig im Original. So, Runde 3 von 3. Mein Gott, haben die Dinger am Bizeps. Verdammt. Nein, 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 okay, ich werde nicht verwandeln, während ich das mache. Right, macht er fertig. So, machen wir erstmal die hier fertig. Nein, Finger weg von dem. Der hat er geblockt. Nein, 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 nein. Duff. So eine magische atomare Explosion, ey. Da jetzt so eine Sphäre hier reinkommt. So eine Sphäre. Boom. Ah, sehr gut. Okay. Da läuft hier gerade sehr gut ab. Ich weiß nicht, ob meine Charaktere zu stark sind oder so. Aber wir sind Level 38 und die Kämpfe sind Level 35. Ich versuche doch schon ja so Kämpfe und so aus dem Weg zu gehen, um Erfahrungspunkte und so weiter alles hier nicht zu verdienen und so. Ich kämpfe schon nur gegen jeden Gegner einmal, um die zu analysieren und so. So, jetzt das, nee, das war vorhin auf Level 35. Oder bin ich mit 9? So, Geschwindigkeit. Da denke ich sofort an Tifa. Yuffie und Eris. Machen wir mal Girl Troop hier. Wird schon klappen. Was ist das da im Hintergrund? Das ist ja eine blöde Pflanze. Aber oh, die mache ich so einfach platt. So, du bist ja stationär, ne? Also komm her. Du bist ja stationär, also komm noch her. Ja. Kam aber gerade ins Leben, war schon direkt wieder weg. Ah, hat die Multiplikation eingesetzt von alleine? Ah, ich dachte.
deutlich. Ich habe ehrlich gesagt zu Yuffie gewechselt, damit ich nicht so nah an die heran muss. Ah, komm her. What? Ah. Ah, diese blöden Nachbeben, ey. Was hat hier eigentlich? Macht er das irgendwie die ganze Zeit? Ja, wir müssen uns ja nicht heilen, wir werden ja zwischen den Kämpfen geheilt. Sehr gute Funktion. Aber wenn das hier so schnell vorangeht, dann können wir ja irgendwie, weil nicht schon heute weitergehen zur nächsten Region. Okay, ich habe erst gedacht, einer von diesen Typen hat irgendwie so einen Pilz am Kopf. Ich habe mir das gewundert, ey. So, bleib mal da stehen. Ist so ein cooler Angriff gegen stationäre Gegner. Okay. Und nochmal so, das wäre, weil ihr alle hier in der Nähe seid. Man macht so viel Spaß mit Tifa, einfach nur die Kackhaus-Gegner auszuprügeln. Ich mag Charaktere, die so mit Fäusten kämpfen. Bin immer am unterhaltsamsten. So. Ich zähl auf dich, du schaffst das schon. Wird erledigt. Hab dich gewarnt. Ja, ich hab's gesehen. Was dann noch? Oh, sehr gut. Mal ein Stück. Ins Gesicht. Aber mit der normalen Angriff wird sie auch die Schockleiste erhöhen. Genau, da war ja so ein Ding, ne? Ist Tifa die einzige, die irgendwie hier den Schockschaden hier erhöhen kann? Wir angriffen. Ich meine, im ersten Teil gab es irgendwie eine Trophäe, wenn man halt irgendwie zu einem bestimmten Wert erhöht. Ich weiß nicht, ob es hier auch eine Trophäe dafür gibt. Okay, cool. Lass mich dir mal meinen Move zeigen. So. Ja, ob ich das jemals schaffen werde, da klingt mir ja schon wie so etwas, was voll schwer zu kriegen ist, weil du irgendwie nicht zu viel Schaden machen kannst. Ja, wie willst du denn da? Höher als 180 kriege ich da nicht, außer wenn ich weniger Schaden mache. Weil die Schockanzeige länger anhält. Was ich mir sehr kompliziert vorstelle. Ich habe ja so ein Spiel von Fist of the North Star, das ist irgendwie von den gleichen Machern, die Yakuza-Spiele machen, ne? Und da gab es auch irgendwie so eine blöde Trophäe. Muss irgendwie, weil nicht einen bestimmten Angriff gegen Cloud, nehmen wir gleich mal bei dem einen Kampf mit. Du musst es irgendwie einen bestimmten Angriff einsetzen. So und so viele Male. Das Problem ist, der ist ein bisschen schwer einzusetzen. Und wenn du zu hoch gelevelt wirst, dann, keine Ahnung, du musst eine bestimmte Combo machen, aber die Combo, dieser komische Angriff war irgendwie der letzte Angriff in dieser Combo und den musst du irgendwie ein paar Mal machen oder so und so viele Gegner damit erledigen. Das Problem ist, irgendwann bist du einfach zu stark und die Gegner verrecken halt. Diese Kombo funktioniert irgendwie nur gegen so kleine, schwächere Gegner, ne? Und irgendwann bist du halt zu stark und machst den Gegner zu viel Schaden und die frecken schon, bevor du irgendwie das Ende der Kombo erreichst und du kommst wortwörtlich gar nicht mehr die Trophäe. Was zum... Hey,
Und du kannst wortwörtlich gar nicht mehr diese Trophäe bekommen, weil die Gegner einfach zu schnell verrecken und du nicht mal am Ende der Combo erreichst, weil die schon vorher verrecken. Also du hast ja sozusagen... Nein. Er ist immer noch... Du hast ja sozusagen die Trophäe dann mehr oder weniger vermasselt, weil du halt zu stark geworden bist. Genauso stelle ich mir das hier vor, ne? Falls es dafür eine Trophäe gibt. Okay, Barrett ist immer noch. Kann ich dir irgendwie helfen, Barrett? Kann ich das Ding angreifen? Mach das bitte nicht. Ja, und jetzt? Kann ich irgendwas dagegen machen? War das schon vorher ein Angriff? So, ich muss mich jetzt hier heilen, ne? Wenn die noch mal machen, dann habe ich verloren. So, ah, okay. Ich muss sie schockieren, alles klar. Okay, ich weiß nicht wieso. War zweimal der gleiche, der hat gemacht hat. Einige Charaktere haben aber irgendwie sehr viel schneller ihre Limit-Anzeige voll als andere, ne? Ich weiß nicht, liegt das irgendwie daran? Mir ist zum Beispiel aufgefallen, wir haben immer die Wahl hier zu beschwören, wenn wir einmal den Gegner zum ersten Mal, wenn wir einmal den Gegner zum ersten Mal, ja, okay, ich wollte eigentlich beschwören, aber okay. Wir können zum Beispiel immer beschwören, wenn wir einmal den Gegner geschwächt gedings haben. Gebrochen. So, tun wir mal Shiva beschwören. Der Kampf ist irgendwie voll nervig gerade. Yay! Die Helden gehen voll viel aus, ey. Ja, Yuffie und Barrett, ihr habt ja auch voll viel. Oh, nice. Der war gut. Der sah gut aus. Und machen wir... Himmlischer Schlag. Ah, das ist wie sein Angriff aus Final Fantasy 10. Ja. Ich greife dich von hinten an. Bringt auch nichts. Okay. Tun wir mal hier. Shiva macht den schon fertig, ne? Da machen wir mal eine Blutparty. Blutparty! Oh, ist so cool, wie sie auf ihn reitet. Na, Shiva, machst du ihn fertig? Diamantenstaub. Okay. Nein. Drangsalieren? Nein, bitte nicht. Ja, das reicht. Güte. Ich hab Barrett dahin geschickt. Da, oh nein, mein Controller ist rot. Die Lichter. Die sind ja eigentlich voll einfach. Ich muss ja mal nur, wenn die blocken, einen Angriff einsetzen, ja. Halt doch nicht so viel aus, Mann. Hab ich ja keine Damage-Dealer dabei, oder was? Meine Güte. Kommt dauert irgendwie voll lange. So.
Was kommt jetzt? Bitte nicht nochmal das gleiche. Kommt bestimmt nochmal, ne? Im dritten Kampf oder so. So. Wer seid ihr? Ich weiß, da sind immer diese Bosse, die wir schon mal bekämpfen. Ach ja, ich erinnere mich. Glaube ich. Nee. Und haben wir die schon früher getroffen? Darf ich mal an? Füll mal mein Ding hier. Weiter, weiter, weiter. Ich bin noch nicht wütend genug. Komm, ich bin noch nicht wütend genug. Weißt du was? Ich bin wütend genug. Ja. Das Spiel hat hin und wieder mal ein paar Frame-Einbrüche, ne? Sehr gut. Schockschutz. Oh. Oh. Ein Schlag, okay. Ich finde gut, wie die jedes Mal was sagen, wenn ich über die Charaktere wechsle. Ist voll putzig. So, Wind. Ich will irgendwie abtimen, irgendwie. Ja. Komm her, komm her, komm her. Und dann war es weg. Cool. Ich nehme an, der letzte Kampf wird ein bisschen schwieriger, aber wir haben noch mal gegen diesen Geist. Haben wir nicht schon mal versucht, gegen den Geisterschänder hier, aber den haben wir nicht geschafft oder so? Ich weiß es nicht mehr. Oh, die haben wir ja ganz am Anfang besiegt, die Typen. Aber so was hier. Ich bin der bessere Vierbeiner. Kerasspanzer. Boah, du hast voll den Kerassenpanzer. Der Angriff ist so gut, ne? Weil der Gegner irgendwie so dauerhaft Schaden macht, ne? Oh, warte, 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 warte. Nein. Der tut seine Schockleiste ja regenerieren. Ah, ich habe keinen Angriff. Ich habe kein ATB mit Red gerade. Aber. Hör mal auf damit. Ah. Fang einfach nicht im Verwalten an. Ich weiß gar nicht, was sie immer da sagt. Ey. Ich weiß gar nicht, was sie da sagt. Wo ist oder schau? Leih mir deine Kraft. Ich verstehe nicht, was sie immer davor sagt. Na, das ist gemütlich. So, Synchro-Fertigkeit, alles klar. Sprunggeheuer. Hast du mich gerade auf ihn geworfen? Oh Gott, Red ist fast tot. Geh mal kurz ein bisschen weiter weg. Ich meine, da wird mir so gut wie nichts heilen, aber was soll's. Ah, 500. Juffi. Tap that butt, tap that butt. Damn, he effect boy. Steck mir deinen Hintern doch nicht so ins Gesicht. Ich versuche diese drei Leute zu besiegen, aber das Wackeln meiner Pobacken alarmiert die Horde. Hey, warte mal, du hast doch schon Dings angesetzt, oder? Mondheuler. Nee, den haben wir schon mal gesehen, ne? Egal. Trotzdem.
und weg ist er. Es sieht immer so aus, als würde ich so eine atomare Explosion auf die irgendwie niederprasseln lassen. War das schon alles? Okay, irgendwie sind die Kämpfe jetzt irgendwie einfacher. Ich weiß nicht, ob meine Charaktere irgendwie zu stark sind oder ob ich irgendwie besser werde oder so. Ob ich einfach irgendwie zu gut vorbereitet bin, ich weiß es nicht. Aber irgendwie habe ich so das Gefühl, die Kämpfe werden irgendwie chilliger in letzter Zeit. Ich meine, im Remake waren die Kämpfe ein bisschen schwieriger. So. Wir besiegen den Gedankenschinder als erstes. Ich weiß nicht, was das genau bedeutet. Gehen wir mal mit einem Klassiker. Weiß nicht genau, was das jetzt bedeutet. Kämpfe dagegen mehr Gegner. Oh nee, was? Okay. Also ich soll jetzt die erledigen. Ich soll den jetzt erledigen. Wie soll ich denn den Damage schon erledigen, wenn da hier so zwei super schwache Gegner noch in der Nähe sind? Bert, schieß nicht auf die bitte. Ja, wie soll ich das machen? Ich meine, wir haben kein Zeitlimit, aber. Aber ich stelle mir halt ziemlich unmöglich vor. Wenn also zwei schwache Gegner in der Nähe sind. Das ist bestimmt so ein Kampf, wo ich irgendwie alleine reingehen muss, ne? Und dann super aufpassen muss, ne? Ich weiß auch gar nicht, ob ich denen irgendwie alle sagen kann. So, hey, geht mal auf. Ja, guck mal, die machen den schon fertig. Ja, und nun. Was soll ich denn das machen? Absorbiert ihr irgendein Element? Nö. Ich habe erst geil in der Schrei gelesen. Ja, und nun. Da bringt er jetzt überhaupt hier noch weiterzumachen? Ja, können wir ihn auch erledigen jetzt. Na, jetzt hat er sich da vorgestellt. Kommt nicht wieder vor. Muss das beenden. Ja, klingt nach einem ziemlich nervigen Kampf hier. Muss ich da, ich hab's ja Gefühl, ich muss da allein reingehen, ne? Nein, oh Gott, was zum? Die können sich selber in der Luft springen. Was? Ich habe nicht aufgepasst. Also dann auch noch? Ne, warte mal, Bert hat doch, glaube ich. Nein, ich hatte Bert wäre derjenige. Habe ich dir nicht Ding zu geben? Kein Problem. Da weiß man nicht, den Kampf jetzt trotzdem gewinne. Ich sehe schon, was ich hier machen muss. Ne, ich muss wahrscheinlich ja ganz alleine reingehen, ne? Damit ich halt sicherstellen kann, oh mein Gott, so leicht lasse ich mich nicht unterkriegen. Okay, ja, komm her. Ich kann mir ja vorstellen, wenn ich irgendwas hier, wenn ich hier reingehe mit so Anti-Blitz-Ausrüstung, weil ich glaube, die setzen alle Blitz rein, Blitz ein, ne? Blitzra oder so, ne? Habe ich gesehen. Also, wenn ich hier irgendwie reingehe mit Anti-Blitz-Equipment vielleicht, aber das sieht mir jetzt relativ unmöglich aus im Moment, weil meine Charaktere werden irgendwie hier auf den losgehen, ne, auf die anderen Gegner. Kann ich überhaupt nur mit ein? Ja, kann ich sogar. Gucken wir mal abschließen, aber. Lass mal versuchen. Habe ich irgendwas, womit ich Blitz absorbieren kann? Ich habe Materia, ne? Wenn ich das hier reinpacke, ne?
Windaffinität oder irgendwie so, Elementaraffinität oder irgendwie so was, ne? In Rüstung halbiert Elementschaden, absorbiert Elementschaden. Oh, da muss ich das erstmal hochleveln. Verhindert Elementarschaden. Genau deswegen tue ich solche Sachen ja. Deswegen versuche ich mal hier so viele Sachen wie möglich hier zu leveln. Ja, weil man weiß nie, wann man dieses Zeug sie alle braucht, ne? Jetzt sitzt hier in so einer komischen Situation, komme ich hier da weiter, weil ich denen seine Sachen hier nicht. Also wie ich mir, so meine Strategie wäre jetzt irgendwie, ich gehe in den Kampf rein, ich sehe die ganzen Gegner, die setzen die ganze Zeit Blitzangriffe ein. Ne? Das heißt, deren Angriffe werden mir nichts bringen und dann gehe ich die ganze Zeit gezielt auf den Typen los, ne? Und versuche die zu ignorieren. Ne? Und die ballern die ganze Zeit mit Blitz auf mich. Und ich absorbiere dann deren Blitzangriffe, die heilen mich, ne? Und dann kann ich mich hier voll gechillt auf den Typen konzentrieren, ne? Weil ich die ganze Zeit hochgeheilt werde oder so, ne? So bilde ich mir jetzt hier so ein, wie ich den Kampf machen muss. Ne? Aber im Moment sieht das jetzt nicht so aus, als könnte ich den schaffen, ne? Also vielleicht könnte ich den schaffen, ne? Aber der kommt mir jetzt ziemlich nervig vor, der Kampf, ne? Also ich glaube nicht, dass ich den jetzt schon. Ich könnte den schon schaffen, irgendwie, wenn ich mich jetzt hier hinsetzen würde und den immer wieder versuchen würde, vielleicht, aber im Moment stelle ich mir super nervig vor. Ich gehe mal hier hin. Zu Coral. Vielleicht kommt er jetzt Shadley dann, wenn ich da. Ach so, ich muss. Ja, warte mal, wie komme ich jetzt hin? Was tut man denn hier? Bin ich immer zwar. Warte mal, da gibt es ja immer irgendwie so ein. Muss ich mit meinem Buggy dahin zurück? Ja, ne, ich kann einfach hier hingehen, ne? Und dann gehe ich einfach mit meinem Buggy dahin, ne? Buggy. Dann soll ich lieber dahin gehen? Dann ruhig mal ein Buggy, ne? Bim, 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 bim. Ich weiß auch gar nicht mehr, wie man hier schnell reisen tut, hier, wenn ich ganz ehrlich bin. Wow. So, dann betreten wir mal die Coral-Region. Ja, ich habe gesehen, die Karte hat sich gerade gewechselt. Und gehen wir da hin. So, irgendwas. Irgendeine Nachricht oder so? Nichts. Hallo? War ich angerufen von irgendjemanden? Ne? Okay. Da muss ich wohl noch warten, ne? Okay, keine Ahnung. Muss ich halt noch warten, nehme ich an, ne? So. Zu ziehen außerhalb dieser Region sind momentan nicht möglich. Also muss ich immer jetzt hier erstmal. Ich weiß, in den ersten beiden Regionen, da waren da irgendwie so eine Kutsche oder so, die du hier irgendwie benutzen musstest, ne, um weiterzukommen. Aber ich weiß nicht, wie man hier schnell reisen tut. Anscheinend gar nicht, ne? Na gut, dann sind wir in Gongaga. Also bei Gongaga fertig. Beim nächsten Mal geht's dann zum Cosmo Canyon, ne? Reds Heimat, ne? So wie er gesagt hat. Darauf freue ich mich. Ich freue mich auf den Cosmo Canyon, wie der aussieht. Warum bist du auf einmal so langsam? Gut, unsere Reise in Gongaga ist dann zu Ende und wir gehen dann das nächste Mal hier hin, ne? Zum Gongaga Flugplatz. Haben wir schon freigeschaltet, ne? Ja.
und sehen dann, was da passiert. Ich nehme an, wir müssen dann erstmal, da kommt jetzt noch irgendwie was oder so, ne? So ein Zwischenquest oder irgendwie sowas. Ich glaube, ich bin bei 90% gerade, ne? Mir wird ja mal angezeigt hier, wie weit ich bin. PlayStation Menü. Da war ich irgendwie bei 90% von diesen, von dieser Quest oder irgendwie so. Das heißt, wir dann schon fast fertig sein danach, ne? Das nehme ich mal an, da kommt dann irgendwas anderes, ne? So ein kleine, so wie mit hier, mit dem Schiff hier, ne? Als wir nach Costa del Sol gefahren sind, ne? Gut, dann mache ich mal hier einen Schnitt, ne? 50 Minuten, ne? Weil ich will das hier so gerne so separatieren, ne? Ist das ein Wort? Aufteilen in Events und so, ne? Und sage dann, wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn wir den Cosmo Canyon oder die Cosmo Canyon Region oder was auch immer hier besuchen werden, nehme ich an, ne? So, gut, dann sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Wenn ihr hinterlässt, ein Like, ein Abo oder ein Kommentar, das würde mich voll freuen. Dann sehe ich euch in der nächsten Folge wieder. Ciao!